Ja, hallo liebe Leute, nach diesem schönen Intro begrüße ich euch zu meinem neuen Let's Play. Und heute beginnen wir das Spiel Goemon Shin Sedai Shumei. Ich weiß leider nicht, was es übersetzt heißt, ich habe leider keine Übersetzung dafür gefunden. Aber ich kann euch so viel sagen, dieses Goemon-Spiel ist anders als die anderen Ganbare-Goemon-Teile, die ich zuvor gespielt habe, weil dieser Teil spielt in der Zukunft, während die anderen Teile ja im alten Edo-Japan gespielt haben, ist das hier schon sozusagen weiter fortgeschritten. Und dementsprechend sieht es auch anders aus. Ihr habt es ja im Intro schon gesehen, die Charaktere haben auch ein leicht anderes Aussehen, also leicht. Naja, ich werde ja auch noch später drauf zu kommen. Ja, das Spiel kam 2001 von Konami raus. Es gab auch noch für den Game Boy Advance einen anderen, also der auch in der Zukunft gespielt hat, einen Ableger. Die haben sozusagen für PlayStation 1 und für Game Boy Advance einen Ableger rausgebracht, die sich sogar teilweise etwas unterscheiden. Erstens von der Musik, zweitens von dem Levelaufbau. Die Story ist allerdings dieselbe. Ja, und ich habe mir gedacht, dass ich dieses Spiel auch noch als Let's Play machen will von den Goemon-Spielen, dadurch, dass es halt ein anderes Goemon-Spiel ist. Und ja, ich wollte euch halt die Goemon-Teile auch etwas näher bringen, da sie einfach nur fantastisch ist, wie ich finde, und leider halt nur in Japan größtenteils erschienen ist. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, fangen wir mit einem neuen Spiel an. Ja, ich habe ja gesagt, oh Gott, ich habe ja gesagt, das ist komplett in Japanisch, das heißt, ihr werdet euch gleich auch mit einer komplett in japanischen Zwischensequenz zufriedenstellen müssen. Okay, wir haben auf jeden Fall am Anfang zwei Charaktere zur Auswahl. Da wäre Goemon oder aber Ebisu. Es ist nicht mehr Ebisu Maru, nein, Ebisu ist weiblich geworden, wie es hier eigentlich auch der Fall sein sollte. Ja, und hier steht sogar, was die Charaktere drauf haben. Aber ich würde sagen, ich starte mit Goemon. Man kann während des Spiels ja auch wieder zwischen den Charakteren wechseln. Aber gut, jetzt kommen wir erstmal zur Zwischensequenz. Alles ist bereit. Viel Glück. Wenigstens etwas, was hier auf Englisch steht. ある日突然国中が魔物にあふれその悪事に人々は困り果てていた治安を守る大名や役人も魔物に操られお城は乱痴気騒ぎセクハラ大会であるお願い申し上げる江戸一番の腕利きと評判の大江戸警備隊ご組に頼みがございますおうどうしたい将軍は祭りごとも放り出し、ふらふらと諸国に出かけ、今では行方もわかりません。お願いでございます。将軍をお連れ戻しください。そして、妖魔を退治していただきたい。このご様子、妖魔の仕業に相違ありません。なるほど、事情はわかった。だがその妖魔のおかげで、町中も俺たちもこの有様だ。町のみんなを放っておくわけにはいかねえし。お、そうだ。帰ったばかりで悪いが、ゴエモン。おめえが行くんだ。共にこいつをつける。の、任せといてくれ。よろしく。よし、善は急げだ。行ってくるぜ、頭。気をつけてな。おめえらは腕っぷしならとうに俺を超えている。大丈夫さ。留学してたんですか？ん？留学？まあそんなとこだな。私科学系に留学してたんですよ。話が合うかもしれませんね。五右衛門さんはどこです？どこって、まあイギリスあたりから点々と気ままにアメリカまでかな。まるで放浪の旅みたいですね。やっぱりすごいわ。私ずっと五右衛門さんに憧れてたんです。よせやい。ともかく将軍のもとに急ごう。将軍の手がかりは、最後に消息を伝えたのは忍者の半蔵って人らしいんですが、今は魔物に疲れて江戸タワーに陣を張って妖魔と町を荒らしているんです。陣の中にはいけねえのか。私の計測ではここから西の方向に結界を外していけば
最短で陣の中に入ることができます。この高速道路をまっすぐって、わあ！なんでこりゃ。Tja, Leute, so viel zum Intro. Ich würde es jetzt mal versuchen, kurz zusammenzufassen, was ich jetzt so ungefähr verstanden habe. Ja, unser erstes Areal ist Haikyo. Zum ersten muss ich dazu sagen, ich habe dieses Spiel vorher noch nie durchgespielt. Ich habe höchstens, ja, die erste Welt einmal angespielt, bis zu diesem komischen Eiffelturm da. Und ansonsten ist das Spiel komplett blind. Also diese erste Welt, wie gesagt, weiß ich bis zum Eiffelturm. Und was danach kommt, weiß ich leider nicht, was auf mich zukommt, aber naja, erstmal muss ich sowieso gucken, dass ich hier zurechtkomme. Die Zwischensequenzen versuche ich auf jeden Fall irgendwie eine Übersetzung zu finden, dass ihr wenigstens auch was von der von den Zwischensequenzen halbwegs versteht. Also ich habe jetzt so viel verstanden, von wegen, dass Monster Japan mal angegriffen haben und ja, Goemon jetzt geschickt wurde, um jetzt irgendwie den Eiffelturm mal zu untersuchen, weil da ein Ninja sein soll oder irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt das, was ich zusammenfassen könnte, das ist ein bisschen wesentlich mehr, aber egal. Wir sollten erstmal das erste Level betreten. Wir sollten mal gucken, was hier jetzt passiert ist, denn nämlich die Straßen wurden zerstört hier. Irgendein Monster hat hier sehr doll gewütet. No loading. Okay. Und wir sind auf dem Edo Highway. Die haben Autobahn bekommen in Edo, Japan. In der Zukunft. Oh, Geld. Und das Geld ist immer noch dasselbe wie in den alten Mystique Ninja oder Gunbury Goemon Teilen. Es gibt immer noch die Rios. Ja, immer noch dieselbe Währung, aber heimtückische Gegner sind geworden. Und ihr seht schon, Goemon hat natürlich wieder so eine Anzeige. Und wir können mit Goemon nicht nur mit diesem Rohr zuschlagen. Nein, wir können jetzt auch eine Pistole benutzen. Yeah, und ein Laser abfeuern. Allerdings ist das nur begrenzt. Wie ihr seht, da unten die Prozentanzeige gibt genau an, wie lange wir diese Pistole benutzen können. Wir haben sogar eine andere Pistole. Ach, das ist die Münzpistole. Ja, damit verpulvern wir unser Geld, was wir natürlich möglichst nicht tun sollten. Und ich habe gerade einen Gegner eingequetscht. Yay. Lang lebe die zerstörbare Autobahn. Natürlich gibt es ja auch wie in jedem Gunbury Goemon Spiel Gegner. Allerdings heißt das Spiel ja nicht mehr Gunbury Goemon, sondern einfach nur Goemon. Shinsei Dai Shumei. Ich muss echt mal gucken, ob ich irgendwie eine Übersetzung des Untertitels finde. Aber es soll irgendwas mit der Zukunft bedeuten. So viel, glaube ich, meine ich zu wissen. Wie gesagt, ich habe so auf die Schnelle über Google leider diesbezüglich nichts finden können. Aber es gibt hier wieder die alten Elemente, die man aus Gunbury Goemon, scheiße, wie erkennen dürfte. Beispielsweise, dass man ein stärkeres Rohr bekommen kann. Jetzt ist es wieder golden. Aber die Melodien hier sind auch richtig klasse. Ja, und so weiter und so fort. Halt, dass man auch seine Leben auffrischen kann, Geld sammeln kann. Und was ich auch noch sagen kann, beim Game Boy Advance, also bei der Game Advance Portierung, ich weiß jetzt nicht, ob die beiden Spiele, also die Advance-Version und die PS1-Version, ob die zeitgleich rauskamen oder, hui, okay, oder ob die halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten kamen. Okay, jetzt ist ein Kristall und kein Waschbär mehr, den wir zerschlagen müssen. Für Geld! Ja, weil, wie gesagt, beim Game Boy Advance-Teil haben die auf jeden Fall teilweise Melodien benutzt, die man aus alten Gunbury Goemon spielen kennt, während hier komplett neue Melodien eingebaut wurden. So, das war auf jeden Fall das erste Level. Ja, ich würde sagen, da ich sowieso die Videos wieder nur 10 Minuten aufnehmen wollte, beende ich hier das Video erstmal. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, während wir dann die erste Stadt besuchen in diesem Spiel. Deswegen verabschiede ich mich hier und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen! Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Let's Play.